Fußball spielen mit nur einem Bein. Pierre Kaiser zeigt, dass es geht. Der 35-Jährige kickt regelmäßig beim mittelfränkischen TSV Brandt. Am Wochenende dann ein ganz besonderer Moment. Pierre auf Krücken in einem A-Klasse-Pflichtspiel. Jetzt kürzlich mit einem Zweibeiner-Fußball, wo ich einfach wahnsinnig viel noch erleben möchte und natürlich für mich auch erreichen möchte, die eine oder andere Bude zu machen, Vorlagen zu geben, dem Trainer zu zeigen, er kann mich aufstellen. Bei einem Zugunfall 2007 verliert Pierre sein rechtes Bein, doch mit unglaublichem Willen kämpft er sich ins Leben zurück. Spielt sogar in der Nationalmannschaft für Spieler mit Amputation. Bis es ihn nach Mittelfranken verschlägt. Sein Nachbar und Teamkollege Martin Jäger holt ihn zum TSV. Habe gesagt, ja, komm doch mal vorbei bei uns. Wir suchen eh, wie gesagt, händeringend Spieler, Betreuer, Spielleiter. Und da habe ich halt zu ihm gesagt, der soll einfach mal vorbeischauen, ob es ihm Spaß macht. Ja, und da war er, wie gesagt, ein, zwei Mal da und war eigentlich dann schon gleich begeistert, sag ich jetzt einmal. Den Sprung in die A-Klasse hat Pierre Kaiser schon gemeistert. Jetzt will er eine eigene Mannschaft in der Region gründen. Das ist meine große Herzensangelegenheit, hier sehr aktiv zu werden und bis 2026 am besten ein Team zu formen, wo wir tatsächlich in der amputierten Fußball-Bundesliga dann aufs Feld schicken können. Fußball für alle. Pierre Kaiser schafft es, sein Handicap zu überwinden. Ein Vorbild für alle, nicht nur auf dem Fußballfeld.